Wenigstens hat sie Geschirr im Haus, das die Nahrung effektiv macht. Oh, sie bringen Gold. Gut. Das heißt, ich kann bald anfangen, meine drei Bogenschützen zu produzieren. Hust, hust, die für mich den Wachturm besetzen sollen. Weil wenn, dann kommen die Indianer hier an und laufen als erstes direkt in meinen Wachturm. So, zwei Nahrung. Das heißt, ihr könnt ja nicht mal ordentlich essen. So. Straßenbau. Wird begonnen. Und zwar ruhig im großen Stil. Du bist hungrig. Da war doch Essen im Haus. Ah, sie bringt wieder Nahrung. Gut. Du bist voll, aber du bist langsam am Krepieren. Du brauchst nicht mehr lange, da bist du ein Werkzeugschmied. Sehr gut. Aber solltest bald mal wieder Eisen produzieren. So, mehr Straßen. Da sind wir schon mal in die Richtung überall angeschlossen. So, du müsstest wieder mal fertig sein und kannst wieder Holz fällen. Ach, Geschirr. Schuster. So, du hast Werkzeugschmied erfunden. Das ist gut. Das heißt, du stellst mir jetzt noch die Ladung Eisenwerkzeuge her. Und dann schmelzt du mir erstmal wieder Eisen ein. Jetzt müsstest du allerdings genug Essen im Haus haben, um dich ordentlich voll zu stopfen. Reichen zwei? Ja, zwei reichen.
So, Straßen. Gold, Bier, alles wird sehr schön produziert. Nahrung auch. Ja, Nahrung ist sehr voll. Wir haben sogar schon 3 Bier eingelagert. Du hast den letzten Speer, okay. Hummel, blinder Adler und gespaltene Zunge. Der mit Steinen wirft. Salamander. Noch einer, der mit Steinen wirft. Schwimmer im Fluss. Hasenfuß, kleiner Bär, großer Bär, toter Bär. Ja, jede Menge Leichen da. Werden wir wahrscheinlich noch ein paar mehr hinterlassen. Aber wenigstens haben die Räuber für uns schon mal Vorarbeit geleistet. Ah, Lehmklumpen geht noch. So, du wirst wieder Eisenschmelzer und du kannst weiter Schwerter herstellen. Bis du das voll gelernt hast. Du tust wieder Stein metzen. Du kannst trainiert werden mal wieder. Ja, Gold werde ich genauso wie Bier im stetigen Fluss brauchen. Holz wächst zum Glück recht schnell nach und mit meiner Holzversorgung klappt das ja auch recht gut. Du willst mal wieder kochen, ja. Die bringen mir neue Bögen. Das heißt, ich kann mich langsam mal drum kümmern. Meine 3 Bogenschützen zu kriegen. Die uns verteidigen sollen. Du bist mal wieder hungrig, was kein Problem ist, weil dein Zuhause ja gleich da oben ist. Ja, Schwerter werden geschmiedet.
Oh, du findest kein loses Eisen mehr. Nein, ich kann dich leider gerade nicht abziehen, also musst du alleine klarkommen. Noch haben wir genug Öl. Das heißt, Religion sollte für die kein so großes Problem sein. Auch nicht für meinen Bierbrauer. Nö, Religion ist recht hoch. Weil er halt die Möglichkeit hat, zu beten, während er zu Hause ist. Dank des Öls. Oder dürfen Straßen nur eine Maximallänge haben? Keine Ahnung. Noch habe ich etwas Stein. Also ja, Gold und Eisen sollte kein Problem sein. Hier ist noch jede Menge Gold und er hat ja schon ordentlich was an Gold rangeschafft, an Goldbarren. Aber ich das ein bisschen komisch finde. Eigentlich sollte das Golderz sein und das hier Goldnuggets. So wie es ja auch hier Eisenerz ist. Oder sage ich da gerade was falsch? Da holt ein Bauarbeiter von weit weg Stein. Soll mir aber auch recht sein gerade. Möbel. Na dann stellen wir wieder her. Was machen wir mit dem überschüssigen Holzwerkzeug eigentlich? Ich dachte, dass sich da vielleicht welch einer bedient, wenn er braucht. Aber nein, alle laufen lieber mit Eisenwerkzeugen jetzt rum. Oh ja, du kannst jetzt wieder jagen gehen. Ja, jetzt haben wir definitiv Schuhe. Wir haben jetzt genug Material, um 3 Bogenschützen auszubilden. Und 2 können wir sogar schon auf Stufe... Ne, wir können nur einen upgraden bis jetzt. Ärgerlich. So, warten wir mal, bis die Eisenmine voll gemacht wurde. Und ja, das funktioniert eigentlich ganz gut, dass hier drüben der Holzfäller ist, während er hier das Haus hat. Hm. Oh, hier, schön, hier oben wird auch die Straße gebaut. Aber leider, liebe Leute, ist es mal wieder Zeit für einen Cut. Deswegen habe ich jetzt gespeichert. Und dann sehen wir uns gleich wieder.